Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir und in diesem Video geht es wieder mit BSN 2.0 weiter. Und zwar soll es heute um eine ganz wichtige Funktion gehen und zwar das Erstellen von Benutzer. Dafür habe ich mir hier schon mal Notepad geöffnet und ich erstelle mir auch direkt eine neue Datei hier in der Network API. Neu, Textdokument, Create, User und die Endung direkt auf BAT. Dann öffne ich die mit Notepad und dann kann es auch schon losgehen. Erstens natürlich wieder Add Echo Off und jetzt eine ganz wichtige Sache. Ich gehe jetzt in jeder dieser Dateien davon aus, dass sie aus diesem Ordner hier gestartet wird. Das heißt, beim Starten befindet sich die Variable CD, das ist immer der aktuelle Ordner. Die Variable befindet sich genau hier. Also, das ist der Pfad, den die Variable dann beinhaltet. So. Wenn ich jetzt in den Benutzerordner möchte, dann muss ich sagen, Network Users. Dann bin ich hier drin. So. Und wenn ich dann jetzt hier mir einen Ordner erstellen möchte, der den Benutzernamen beinhaltet, dann sage ich natürlich MD Network Users und dann brauche ich irgendwoher den Benutzernamen. Und den lasse ich mir einfach in den Parametern übergeben. Das bedeutet, Set Username ist gleich den ersten übergebenen Parameter. Und dann hier Username. Diesen Ordner soll er sich erstellen. Allerdings hat das jetzt einen kleinen Haken. Wenn wir das genauso machen, dann könnte man beliebig viele Benutzer erstellen, die genau den gleichen Namen haben. Das möchte man ja nicht unbedingt. Also sage ich if not exist network users username, dann soll das ausgeführt werden. Sonst soll eine neue Datei erstellt werden. Und zwar im benutzereigenen Temp-Ordner. Dafür werde ich einfach diesen Ordner benutzen, also Echo Temp. Den hat jeder Benutzer. Und hier werde ich einfach die ganzen temporären Dateien abspeichern. Also Echo User Duplication beziehungsweise den Benutzernamen. Der soll Inhalt der Datei sein. Die Datei soll überschrieben werden, wenn das kommt. Und die Datei ist temp bsn2 und dann User Duplication.bsn2. Ja, ich bin sehr kreativ mit den Dateinamen. Jetzt ist vielleicht einigen von euch was aufgefallen. Und zwar gehe ich hier einfach mal in den Temp-Ordner. Da ist bei mir jetzt einiges drin. Allerdings kein Ordner namens BSN2. Diesen Ordner erstellen wir uns hier oben. MD temp bsn2. So. Und dieses Programm, was wir jetzt geschrieben haben, das erstellt uns, falls er existiert, falls er nicht existiert, unseren Nutzerordner. Nur den Ordner, keine Dateien drin.
Und wenn der Ordner existiert, dann schreibt er den Benutzernamen in diese Datei hier. So viel zur Theorie. Jetzt müssen wir es natürlich auch ausprobieren. Also gehe ich hier in die CMD rein. CD User Profile Desktop BSN 2.0. Dann Source. Und dann Call API Network Create User. So. Jetzt hat er mir hier irgendwie so einen Ordner erstellt. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig. Allerdings weiß ich jetzt auch warum. Und zwar ist Username eine vordefinierte Variable vom System. Deswegen nehme ich User-ID. Ich hatte mich deshalb halt gewundert, weil ich habe keinen Namen übergeben als Parameter, also habe ich eigentlich mit einem Fehler gerechnet. Aber man merkt auch viel dadurch, dass man halt keinen Fehler bekommt. Das ist ja auch schon mal was. Jetzt nochmal Create User. Unterverzeichnis oder Datei mit dem Namen tempbsn existiert bereits. Okay. Das heißt, tempbsn2 userduplication.bsn2 mit diesem Inhalt hier. Das ist der Inhalt, wenn die Variable User-ID nichts beinhaltet. Irgendwie finde ich das unschön, deswegen mache ich hier so ein Leerzeichen hin. Und wenn ich das jetzt nochmal ausführe, existiert bereits, ja, ich weiß, senden an Editor, ist immer noch das drin. Also setze ich hier einfach so ein Rautezeichen hinter. Also das, was ich jetzt erreichen will, ist einfach, dass hier nicht bei einem leeren Benutzernamen dieses Echo ist ausgeschaltet off steht, sondern irgendein vordefiniertes Zeichen senden an Editor und tatsächlich steht hier das Rautezeichen drin. Wenn ich jetzt hier mein Name eingebe, dann kommt Folgendes. Ein Unterverzeichnis oder eine Datei wurde nicht gefunden. Und in BSN2 temp steht immer noch das hier. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass hier irgendwie User-ID nicht richtig belegt wurde. Ich versuche das jetzt einfach mal so zu beheben. Und tatsächlich, vielleicht habt ihr es schon gesehen, hier links ist ein Ordner Mein Name erschienen. Wenn ich das nochmal ausführe und dann hier in Temp schaue, ist hier Mein Name und dann so ein Rautenzeichen. Und genau das wollte ich auch haben. Weil dann habe ich hier eine Datei, die mir genau anzeigt, hey, dieser Benutzer hier, der wollte einen Account erstellen mit diesem Namen hier, also dem vor dem Kreuz. Allerdings würde dir dieser Account sonst dupliziert werden und deswegen geht das nicht. So. Wenn ich jetzt hier allerdings dieses Mein Name wieder rausnehme, das auch, und dann hier das ausführe, dann sollte hier eigentlich nichts drin sein und der Ordner Mein Name hat sich erstellt. Also alles richtig. Wenn ich jetzt das nochmal mache, dann sollte nur hier diese Datei hier erstellt werden. Hat auch funktioniert. Also hat schon mal diese Abfrage hier schön geklappt. Und das
macht also dieser Abschnitt Create User Directory. Dieser Abschnitt macht Save Parameters. Also die Parameter in, wie soll ich sagen, lesbareren Variablennamen abspeichern. Das macht dieser Abschnitt. Dieser hier erstellt den Benutzerordner. Und dann gibt es natürlich noch den Abschnitt, der jetzt diese ganze Ordnerstruktur auch wirklich dort reinbringt. Also, MD, nein. Hier muss ich dann natürlich noch eine wichtige Sache machen. Und zwar, wenn hier unten diese Datei userduplication.bsn2 existiert, dann muss ich zum Ende der Datei gehen. Da mache ich mir hier einfach mal eine Sprungmarke, File End. Allerdings kann ich dahin springen ja auch hier schon machen, also Go to File End. Das sorgt einfach dafür, dass die letztendliche Anlegung des ganzen Ordnersystems für den Benutzer gar nicht erst anfängt, wenn der Benutzer schon existiert, weil sonst würde man einen schon vorhandenen Benutzer ja manipulieren und das will man ja nicht. So, Profile und class.txt brauchen wir als erstes. Und ich fange mit class.txt an. Echo und dann nicht normal user, wie ich anfangs gedacht hatte, sondern inactive. Das soll in die Datei geschrieben werden. Echo inactive in die Datei network users user id class.txt. Dann md network users user id profile. Das ist dieser Ordner. Und das kopiere ich mir jetzt, weil das brauchen wir halt echt oft. Und zwar friends page und das wär's erstmal damit. Und dann noch echo 0 in bencounter.txt. Echo user ID in nicht MD in name.txt. So, name.txt ist damit auch befüllt und das Passwort wird später angelegt. So. Damit ich mich am Ende nicht wundere, irgendwann später mal, warum mir das Passwort fehlt, schreibe ich mir einen Kommentar. So. Page und Friends brauchen wir noch. Friends hat im Moment noch keinen Inhalt. Also machen wir direkt weiter mit Page. Page kopieren. Und Information erstellen. Also den Ordner hier. So. Dann Echo private in page visible
billy.txt. Und natürlich wieder das md hier weg. Ich sehe es schon kommen, dass ich das irgendwann noch vergesse und dann suche ich wie blöd den Fehler. So. Information bleibt allerdings erstmal auch leer. Information is filled, nein, will be filled later. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie gutes Englisch ist. Ich weiß nur, dass ich weiß, was damit gemeint ist. So. Und dann würde ich dieses Programm auch wieder mal testen. Und zwar wieder so. Unterverzeichnis oder Datei existiert bereits. Ist alles richtig. Echo ist ausgeschaltet. Das wundert mich jetzt tatsächlich, warum hier Echo ist ausgeschaltet kommt. Ich schaue einfach mal, ob es geklappt hat. Class inactive passt. Profile name passt auf. Band counter. Das hat scheinbar nicht ganz geklappt. Ich mache hier einfach mal einen Strich rein für die Null und probiere es nochmal. Natürlich erst hier wieder löschen, weil sonst funktioniert es ja nicht. Und dann schauen wir doch nochmal weiter. Class funktioniert immer noch, Profile, Name funktioniert auch, Bandcounter ist ein Strich drin, also wie ich es hier eingestellt habe. Page, Visibility, Private, passt auch. Information ist ja noch nichts drin. Und Friends ist auch nichts drin, so wie es sein sollte. So, und damit hätten wir dann hier unser kleines Programm für die Benutzererstellung geschrieben. Und das funktioniert ja auch soweit und ich würde sagen, das war's dann erstmal wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn meine Stimme ein bisschen komisch klingt, ich gebe zu. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.